Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ich mein leckerer Wan Tan zubereite. Für mein leckerer Wan Tan benötigt ihr Hähnchenfilet, Scampis, Wan Tan Blätterteig, Sesamöl, helle Sojasauce, Salz, Pfeffer und Knoblauch, schön klein gehackt. Ingwer, wenn man das mag, und Lauchzwiebeln. Und natürlich Öl zum Frittieren. Wir haben das Huhn und das Scampis klein gehackt und jetzt mischen wir mit der Zutaten zusammen. Das ist Sesamöl, helle Sojasauce, Knoblauch, Teil von dem hier. Und Salz, und Pfeffer. Wie beliebt, wie ihr das gerne mögt, ne? Mit dem Ingwer. Jetzt wiegen wir die Wan Tan. Jeder hat eigene Einwickelteile. Das war die Schiff-Variante und jetzt wicke ich die Eisblätter. Drück an der Seite rum, damit das Fett nicht reinkommt.
jetzt wollen wir anfangen zu frittieren. Und fertig sind unsere leckeren Wan Tan. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Für die Benachrichtigung und die neuen Rezepte, die Glocke nicht vergessen.